Wie du es schaffst, Pilot zu werden, Part 2. Mittlerweile solltest du dich entschieden haben, ob du die Ausbildung privat oder bei einer Airline machen möchtest. Falls du Flugzeugpilot werden willst, kämen hier Airlines wie Lufthansa, Swiss oder Emirates in Frage. Für die private Ausbildung würde ich Flugschulen wie die German Flight Academy oder die European Flight Academy empfehlen. Falls du Helikopterpilot werden willst, kämen hier die Ausbildungsstätten von der DRF oder der Bundeswehr in Frage. Für die private Ausbildung kann ich hier die Helitransfer empfehlen. Egal für was du dich entscheidest, musst du erstmal das Assessment Center durchlaufen. Das ist ein Test, der entscheidet, ob du für den Pilotenjob geeignet bist oder nicht, auf den du dich auch sehr gut vorbereiten solltest. Hierfür gibt es verschiedene Institutionen in Deutschland, die dir dabei helfen und du dein Geld zurückbekommst, falls du nicht bestehst. Solltest du das Assessment Center erfolgreich durchlaufen haben, kommen wir jetzt zu dem spannenden Teil. Die Finanzierungsmöglichkeiten. Um die Ausbildung privat zu machen, kannst du dir einen Kredit aufnehmen. Hierfür gibt es spezielle Konditionen für Flugschüler. Und falls du auf der sicheren Seite sein möchtest, würde ich dir empfehlen, vor der Pilotenausbildung eine andere Ausbildung zu machen und die Pilotenausbildung modular zu absolvieren, sodass du nebenbei arbeiten kannst. Falls du das nicht möchtest, kannst du neben der Ausbildung dual studieren, um nach der Ausbildung ein zweites Standbein zu haben. Als Kreditgeber kommt meist die Flugschule selbst in Frage oder ihr entscheidet euch für eine Bank. Hier würde ich die Bank namens Albatros empfehlen. Und ja, die Jobaussichten schwanken in der Pilotenbranche, aber früher oder später findet jeder einen Job. Und da es so viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten gibt und diese auch unterschiedlich viel kosten, mache ich dazu noch einen Part 3. Helikopter erklärt.